ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Frohe und gesegnete Ostern wünsche ich euch. Willkommen zur nächsten Online-Predigt von der Evangelischen Gemeinde am Schlossplatz. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, wer hätte gedacht, dass wir hier im Jahr 2020 einige Bibeltexte ganz neu entdecken würden. Ostern zu Hause bleiben, zwar nicht eingesperrt, aber es fühlt sich ja trotzdem ein bisschen so an. Wir sitzen hinter verschlossenen Türen und warten, bis was passiert, bis sich was verändert. Ich musste schon schmunzeln, als ich so an die klassischen Ostertexte gedacht habe. Und da ist mir einer eingefallen. Am Ostersonntag sitzen die Jünger tatsächlich auch hinter verschlossenen Türen in ihrem Versteck. Keiner traut sich raus. Draußen, da lauert etwas. Zwar kein Virus, aber die geheime Religionspolizei. Also man hat alles verrammelt und verriegelt. Und auf einmal passiert Folgendes. Ja, dieser Text, der steht im Johannesevangelium im 20. Kapitel, Verse 19 bis 29. Ich lese das mal aus der neuen Genfer Übersetzung. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und er hauchte sie an und sagte: Empfangt Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, auch Didymus genannt, einer der zwölf, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte: Erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen und muss meinen Finger auf die durchbohrten Stellen und in meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Und dann wandte er sich Thomas zu: Leg deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Und Jesus erwiderte: Jetzt, wo du mich gesehen hast, glaubst du. Glücklich zu nennen sind die, die nicht sehen und trotzdem glauben. Ja, so funktioniert Ostern für Stubenhocker. Die Jünger sind nicht gleich in einen großen triumphalen Osterjubel ausgebrochen, als sie von den Frauen morgens gehört hatten, dass das Grab angeblich leer sei. Zwei von ihnen laufen dahin und überprüfen den Bericht. Und tatsächlich, sie finden den schweren Grabstein zur Seite gewälzt, das Grab leer, die Leinentücher liegen da herum. Sie gehen ratlos wieder in ihr Versteck. Kurz nach ihnen kommt eine völlig aufgelöste Maria Magdalena, die behauptet, sie hätte sogar den Auferstandenen gesehen. Unsere Kinder vom Kindergottesdienst haben einen Kreuzweg im Kasten gebastelt. Ihr seht hier ein Bild davon, das ist die Szene von der Auferstehung bzw. von Maria und Jesus im Garten. Herzlichen Dank dafür. Ja, am ersten Ostersonntag überhaupt, da hatte das Osterfest noch ein paar Startprobleme. Wenn wir in der Gemeinde Ostern feiern, das geht normalerweise ganz anders. Dann sind alle bestens vorbereitet, schon an der Eingangstür trifft man gleich auf andere Christen und fröhlich, man reicht sich die Hand. Undenkbar in diesen Zeiten, ne? Und man begrüßt einander nicht nur mit frohe Ostern, sondern ganz oft mit dem traditionellen christlichen Ostergruß. Ihr habt es gerade schon gehört, der erste sagt: Christus ist auferstanden. Und worauf der oder die andere auch voller Überzeugung antwortet: Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Halleluja. So geht das und ihr ahnt es nicht, wie sehr ich das in diesem Jahr vermisse. Ostern hat dieses Jahr auch so Startprobleme. Von einigen Christen gab es ernsthafte Versuche, doch
ich sag mal so, jede Vernunft, Ostergottesdienste durchzusetzen. Da wurde sogar geklagt. Das Anliegen, naja, das kann ich schon nachvollziehen. Ostern, das ist ja das höchste Fest für uns. Es ist ja eine Kampfansage gegen den Tod. Es ist das Fest des Lebens und der Lebensfreude. Und Ostern, das ist die Energiezentrale für alles, was wir als Christen glauben und was wir aus unserem Glauben heraus dann auch tun. Das tut schon richtig weh, wenn man das nicht feiern kann. Die meisten besuchen über Ostern ja Verwandte oder machen sonst irgendwelche sozialen Aktivitäten. Geht dieses Jahr alles nicht so oder es geht ganz anders als sonst. Am Schlossplatz, da feiern wir den Ostergottesdienst normalerweise mit einem ausgiebigen Essen, mit einem Osterbrunch. Ja, dieses Osterbrunch, das ist eine der schönsten Veranstaltungen bei uns. Es ist schon schade, dass wir das in diesem Jahr nicht tun können, dass wir also nicht so beisammen sein können. Ja, aber seien wir ehrlich, den Jüngern damals am ersten Ostersonntag, denen war überhaupt noch nicht nach Feiern zumute. Die haben sich auch nicht voller Überzeugung die Hand gereicht und gesagt, der Herr ist auferstanden. Das haben die noch gar nicht so richtig realisiert. Denen ging es eher so wie uns gerade, Türen zu, im Hinterkopf Gefahr. So. Und das Händewaschen, das hatte Pilatus schon 2 Tage vorher im Programm gehabt. Das Leinentuch für den Mundschutz, das hatten sie morgens im leeren Grab gefunden. Rätsel über Rätsel. Und wer in so einer Situation keinen Lagerkoller kriegt, der muss schon Nerven aus Stahlseilen haben. Ja, auf einmal steht Jesus mitten im Raum. Ja, wie ist er da hingelangt? Weiß keiner. Hatte er vielleicht einen Zweitschlüssel oder ist er so trotz körperlicher Auferstehung irgendwie durch die Backsteinmauer hindurch geschwebt? Wir merken, Ostern ist eine Zumutung. Wir Theologen, wir versuchen das oft gerne so eindeutig wie möglich zu machen, aber es war es damals auch schon nicht. Aber viel wichtiger als das ist das, was Jesus dann sagt. Das Erste, was er sagt, Friede sei mit euch. Ich glaube, dass dieser Satz ein echter Volltreffer ist. Im alten Orient ist das zwar ein ganz normaler Gruß, also so wie bei uns, wenn jemand guten Tag sagt oder grüß Gott, aber trotzdem, diese Worte könnten doch nicht besser in unsere Situation passen. Denn bei den Jüngern, da lagen doch die Nerven blank. Die hatten in diesen Stunden und Tagen sicher keinen Frieden. Vielleicht können wir das ein bisschen nachvollziehen, auch wenn wir auf ganz harmlose Phänomene schauen, die uns aus den letzten Wochen bekannt sind. Wer wird denn gleich die Nerven verlieren? Es beginnt doch alles ganz harmlos. Wenn wir einkaufen gehen und da sind bestimmte Dinge auf einmal nicht mehr zu kriegen. Für die Generation meiner Eltern war das noch alles ganz normal. Für mich ist es das nicht. Die leeren Regale, die haben auch mich ein bisschen irritiert. Es hat mein inneres Gleichgewicht ein bisschen durcheinander gebracht. Und dann kommt die nächste Stufe, die Nachrichtenmeldungen, die immer verstörender werden. Und vielleicht hörst du, wie Menschen auch direkt betroffen sind, Menschen, die du kennst. Du merkst auf einmal, wie das ist, wenn du keinen inneren Frieden mehr hast. Eigentlich geht es dir gut, eigentlich bist du in Sicherheit, aber irgendwas im Nervenkostüm steht ständig unter Strom. Friede sei mit euch. Das ist in diesem Moment viel mehr als ein gewöhnlicher Gruß. Das ist der Kern des Problems in einer Zeit, wo der Friede Mangelware ist. Wenn wir Ostern dieses Jahr sozusagen auch hinter verschlossenen Türen feiern, dann ist das vielleicht die allererste Osterbotschaft, die wir hören müssen. Friede sei mit euch. Egal wie gut du die Türen verrammelt hast, auf einmal ist Jesus da. Und sein Friede ist auch da. Und diese Begegnung soll uns in Bewegung versetzen. Raus aus dieser inneren Lethargie, raus aus dieser Erstarrung. Es wird ja in diesen Tagen weltweit ausgiebig darüber diskutiert, wann und wie die sozialen Einschränkungen wieder gelockert werden können. Alle scharren so ein bisschen mit den Hufen. Draußen ist fantastisches Wetter. Keiner hat Bock drauf, zu Hause rumzuhängen. Man hat das Gefühl, die Welt ist angespannt wie bei einem Formel-1-Start, bevor die rote Ampel endlich ausgeht. Als waren die Jünger von Jesus alles andere als scharf drauf, sofort die Türen aufzureißen und eine neue Religion in die Welt zu verbreiten. Also dieser Zustand der Bewegungslosigkeit, der hielt noch ein bisschen an, mehrere Wochen, genauer gesagt bis Pfingsten.
Erst danach wurde die Botschaft vom Auferstandenen zu einer richtig großen Bewegung und hat viele tausend Menschen erreicht. Und das war dann die Geburtsstunde des Christentums. Aber so weit sind wir noch nicht. Jetzt hinter verschlossenen Türen, mitten in der Angst, mitten in der Erstarrung. Aber da legt Jesus bereits den Grundstein. Da legt er den Grundstein für das, was kommen wird. Und er sagt, ich sende euch. Ich sende euch genauso, wie auch ich vom Vater gesandt bin. Das ist eine herausfordernde Osterbotschaft für Menschen im Lockdown. Vielleicht braucht diese Botschaft ein paar Wochen, um wirklich Wurzeln zu schlagen. Was heißt das denn, dass wir genauso gesandt sind wie Jesus vom Vater? Man könnte auch sagen, Jesus sagt uns, ihr seid hineingesandt in eine Welt voller Krisen. Ihr seid hineingesandt in eine Welt, die ihr berührt. Und nicht nur mal kurz und danach die Hände desinfizieren, sondern rein und drin bleiben. Ihr sollt Menschen sein, die in dieser Welt geboren sind, die in ihr aufgewachsen sind, die aufgehen wie ein Samenkorn, das Frucht bringt, wie eine Blume, die sich entfaltet, die ihren Duft verströmt und andere mit ihrer Schönheit erfreut. Ich sende euch in eine Welt, in der ihr leben werdet und in der ihr auch sterben werdet. Aber in eurem Leben und in eurem Sterben seid ihr Gefäße der Liebe Gottes. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Ihr seid Repräsentanten von Gottes Ewigkeit. Ihr seid Repräsentanten der Gnade in dieser Welt. Ich sende euch, so wie ich gesandt worden bin. Dieser Satz erfordert, dass wir uns ein bisschen erinnern, was hat Jesus getan? Wie war er denn gesandt? Wenn wir zurückblicken auf sein Leben, dann sehen wir daran, wie auch wir leben sollten. Das allein wäre jetzt ziemlich idealistisch, es wäre eine ziemliche Utopie, wenn uns dafür nicht auch Kraft zur Verfügung stünde, die auch Jesus erfüllt hat. Denn das war ja das Entscheidende bei ihm. Jesus von Nazareth lebt wie kein anderer Mensch in einer unmittelbaren Verbundenheit zu seinem Vater. Zu Gott als der Kraftquelle aller Energie, zum Ursprung der Liebe, die alles erfüllt, die das Leben überhaupt erst ermöglicht. Und zeichenhaft haucht Jesus seine Jünger an. Und er sagt, empfangt Heiligen Geist. Man könnte auch sagen, werdet eins mit dieser Kraftquelle. Werdet zu Menschen, die unmittelbar mit Gott verbunden sind. Ihr seid Gesandte Gottes. Ihr seid Gesandte Gottes. Und darum nehmt diese wirksame Kraft, nehmt sie in Anspruch. Und diese Kraft kommt von Gott. Das ist der Heilige Geist. Der Auferstandene ist nicht auferstanden, um sich selber zu präsentieren, um sich als Sieger über den Tod so bewundern und bejubeln zu lassen. Seine ersten Worte an die Jünger sind, ihr seid jetzt dran. Jetzt seid ihr dran und ihr sollt das in der gleichen Kraft machen. Ihr sollt in der gleichen Kraft weitermachen, diese Kraft, die auch ich hatte. Und wie unmittelbar diese Verbindung ist, das wird auch deutlich an dem Satz, den Jesus dann danach sagt. Ein ganz interessanter, auch ein bisschen eckiger Satz. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Und wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Ja, dieser Satz, der ist deswegen so entscheidend, weil Sündenvergebung nach dem damaligen Verständnis nur durch Gott selber geschehen konnte. Ist eigentlich auch logisch, ich kann anderen Menschen ja nur Dinge vergeben, die sie mir getan haben. Also wenn jemand mir persönlich Schaden zufügt, dem kann ich vergeben. Wenn jemand mir Geld schuldet, ist ja klar, das kann ich ihm erlassen. Ich kann ja nicht jemandem die Schulden erlassen, die er bei jemand anderem hat. Geht ja schlecht. Und darum, Sündenvergebung kann ja eigentlich nur von dem kommen, gegen den eine Sünde verübt worden ist. Und das ist Gott. Und darum ist dieser Satz von Jesus so revolutionär. Er gibt seinen Jüngern den Auftrag und er gibt ihnen auch die Berechtigung, im Namen Gottes zu handeln und sogar Sünden zu vergeben. Merken wir eigentlich, was das für eine entscheidende Veränderung ist? Unser Auftrag nach Ostern, das ist nicht nur ehrfürchtig, den Auferstandenen zu bestaunen und zu sagen, ach wie toll, sondern unser Auftrag ist es, das Leben Jesu auf dieser Erde fortzuführen in seiner Kraft. In der Kraft des Heiligen Geistes, in seinem Namen. Wir sind Bevollmächtigte Gottes.
sind bevollmächtigt, Menschen in die heilende Gemeinschaft mit ihm hineinzunehmen und ihnen in seinem Namen zu vergeben, in seinem Namen zu begegnen. Raus aus der Erstarrung, raus aus dieser Lethargie. Wie gesagt, es hat einige Zeit gebraucht, bis diese Botschaft Wurzeln geschlagen hatte und erst an Pfingsten fiel dann der große Startschuss. So einer der Jünger hat diese Grundsteinlegung jetzt aber verpasst. Thomas war nicht dabei gewesen. Der war vielleicht gerade unterwegs, macht Besorgungen. Ostersonntag war ja damals kein Feiertag. Vielleicht stand der Thomas gerade beim Bäcker in der Schlange und kauft 11 Laugenbrezeln mit Butter oder so. Auf jeden Fall war er nicht da. Und er war ein kritischer Denker. Er glaubte nicht alles. Thomas war einer von denen, die heute im Internet nicht auf alles draufklicken und die nicht jeden Unsinn teilen. Und ihm kam diese Story vom Auferstandenen und dem leeren Grab ziemlich komisch vor. Der Thomas ist tatsächlich wie so eine Symbolfigur aller aufgeklärten und rationalen Menschen. Es sind zwei Dinge, die mir bei ihm für heute besonders wichtig erscheinen, bedeutsam. Das erste, Jesus macht Thomas seinen Zweifel nicht zum Vorwurf. Im Gegenteil. Wie kein anderer Jünger bekommt dieser Thomas eine einzigartige Zuwendung von Jesus. Und gerade sein aufgeklärter Verstand kommt mit der Realität der Auferstehung auf eine sehr intime Weise in Kontakt. Jesus gestattet ihm, seinen auferweckten Leib zu berühren. Anders als Maria am Grab wird der Thomas hier direkt aufgefordert, Jesus anzufassen, die Wundmale zu spüren. Und er wird herausgefordert, zu glauben. Denn Glauben, das war ja gerade das, was ihm so schwer fiel. Ostern ist eine Herausforderung, gerade für diejenigen, die nicht sofort mit allem einverstanden sind. Aber die Geschichte von Thomas, die zeigt uns, Jesus hat für diese Herausforderung Verständnis. Und am Ende stehen dann doch die berühmten Worte eines zweifelnden Jüngers, der seinen Glauben neu gefunden hat, und er sagt, mein Herr und mein Gott. Das Zweite, was mir an dieser Geschichte wichtig ist, obwohl Thomas jetzt endlich auch glaubt, deutet Jesus über diese scheinbar perfekte Gewissheit hinaus. Und er deutet zu denen, die keine Gelegenheit mehr haben, den auferstandenen Leib zu sehen und zu berühren. Und so spricht er uns eine mutmachende Verheißung zu. Er sagt, selig sind, die nichts sehen und doch glauben. Ja, dieser Satz, der ist vielleicht auch manchmal ein bisschen falsch interpretiert worden. Wenn diese Worte nur, ich sag's mal, ein billiger Trost sind für wahrhaft unglaubwürdige religiöse Fantasien, dann wären sie, glaube ich, unerträglich. Aber sie sind ja gerade gesprochen zu denen, die den Auferstandenen jetzt gerade gesehen haben. Für diejenigen, die dieses Wunder nicht sehen konnten und trotzdem auf Gott vertrauen, für die sind diese Worte eine Anerkennung, wie eine Verbeugung vor ihrem Vertrauen. Selig sind, die hinter verschlossenen Türen sitzen und ein offenes Herz haben. Selig sind, die um sich herum die Angst spüren. Und die trotzdem das Osterlachen verbreiten. Selig sind, die mitten in der Krise die Hoffnung weitergeben, dass der Tod nicht das letzte Wort hat. Ich wünsche Ihnen und euch, dass der Auferstandene uns auch hinter unseren verschlossenen Türen begegnet, auf überraschende, neue Weise. Vielleicht steht er plötzlich da, auf eine Weise, die wir nie gedacht hätten, nie erwartet hätten. Und ich wünsche uns das, dass wir uns von ihm bewegen lassen und dass wir uns von ihm aussenden lassen in eine Welt, die seine Gnade, seine Liebe gerade so bitter nötig hat. Lasst euch von ihm beschenken, seinem Geist, seiner Kraft, mit seiner Liebe. Frohe Ostern euch. Amen.